Während meiner Zeit als Scrum-Projektleiterin habe ich mich immer gefragt, wie machen es andere? Wie ist die optimale Sprintdauer und Teamgröße? Wie kann die Rolle eines Projektleiters integriert werden, die es in Scrum eigentlich nicht gibt? Oder gibt es noch andere agile Methoden, die interessant sind? Studienergebnisse gibt es viele zu agilen Methoden, aber wer hat die Zeit und die Muße, diese detailliert zu analysieren? Deshalb habe ich für euch hier in meinem Kurs zum einen die internationale Studie Status Quo Agile der Hochschule Koblenz mit mehr als 1000 Teilnehmern aus 20 Ländern zu agilen Methoden unter die Lupe genommen und für euch so aufbereitet, dass ihr anhand der Videotitel und Lektionen schnell eure wichtigen Informationen zu Scrum und Co. findet. Zum anderen habe ich euch in einer Lektion einige Erfahrungsberichte beigefügt und auch meine Praxiserfahrung als Scrum-Projektleiterin in einer großen Bank für ein großes IT-Software-Projekt mit einfließen lassen. In den 4 Lektionen meines Kurses erwarten euch nun folgende Inhalte. In Lektion 1, Einführung und Studienhighlights, gebe ich euch eine Auffrischung der Grundlagen, einen Vergleich zwischen agilen und klassischem Projektmanagement und einen zusammenfassenden Überblick über die Highlights der Studie Status Quo Agile. Durch Lektion 2, Agile Methoden, profitiert ihr von den Praxiserfahrungen von den über 1000 Studienteilnehmern und bekommt in 5 Videos neben Scrum noch einen Überblick über die Nutzung, Verbreitung und den Erfolg über andere agile Methoden wie Kanban, Lean, DevOps und noch viele mehr. In Lektion 3 habe ich euch dann die speziellen Studienergebnisse für Scrum komprimiert in 4 Videos aufgearbeitet und ihr könnt dort fundierte Entscheidungen für euren Einsatz von Scrum in der Praxis ableiten, wie zum Beispiel die Sprintdauer, die Teamgröße, Bewertung der Scrum-Rollen, Vergleiche mit klassischem Projektmanagement und Kanban und auch der Einsatz in hybrider oder selektiver Form. Abschließend in Lektion 4 löse ich mich von der Studie und habe für euch 3 interessante Videos zu Scrum-Projekten und Erfahrungsberichten zusammengestellt. Ihr lernt hier zum Beispiel kennen, welche Erfahrung die Scout24-Gruppe über 5 Jahre Scrum-Nutzung gemacht hat, wie man Scrum bei der Einführung eines CRM nutzen kann, aber auch wie man Scrum in Non-IT-Projekten einsetzen kann, am Beispiel von Schmitz Cargo Bull. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei meinem Kurs und kontaktiert mich gerne bei Fragen oder wenn ihr in eurem Unternehmen einen vertiefenden Workshop, ein Praxiscoaching oder ein spezielles Online-Training benötigt. Wir schulen euch gerne.